Hallo ihr lieben Seelen da draußen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir werden jetzt gleich gemeinsam in die Tagesbotschaften für Freitag, den 12. Januar schauen, was ich euch da für Energien, für Nachrichten, für Botschaften überbringen darf. Bin gespannt, ob es wieder um Thema Liebe oder Partnerschaft geht. Bitte bedenkt, ich überbringe nur die Botschaften, ich kreiere sie nicht. Also wenn die Liebe fast täglich irgendwie in den Botschaften erhalten ist, dann liegt es nicht an mir, sondern daran, dass die Energien dafür halt extrem stark sind. Ich freue mich, morgen ist Freitag, ja, um 14 Uhr kann ich das Wochenende einläuten. Ich habe zwar noch einige private Legungen am Wochenende, aber ausschlafen, sofern ich es kann. Gut, lasst uns einmal schauen, was denn für morgen an Botschaften kommen dürfen, erscheinen, wie auch immer, welche Themen morgen denn so, ja, am stärksten sind für uns. Uiuiuiuiui, das ist eine ganze Menge. Machen wir das mal. Machen wir zwei Vierer rein. Noch eine bitte. Gut, hat sich eine ganze Menge umgedreht. Da will viel ausgesprochen werden. Ah ja, guckt, ich kann nichts dafür, meine Lieben. Der Priester ist auch mal wieder dabei. Und das Gift. So. Es geht um ein Treffen in Herzensangelegenheiten. Der Priester ist ja so, ja, vielleicht ist bei euch in Thema Liebe oder mit dem Gegenüber, mit dem Wunschpartner, die Situation gerade etwas sehr eingefahren und toxisch. Ihr fühlt euch nicht wohl dabei. Der Priester ist ja auch so ein Zeichen, dass man so ein Stück weit dogmatisch ist, ja, an seinen Glaubenssätzen festhält, an dem festhält, was man gelernt hat. Vielleicht geht es sogar um einen Menschen, der einen anderen Glauben hat, wie ihr, ist auch gut möglich, aber diese Situation belastet euch. Das Gift ist immer ein Zeichen, da ist Belastung, da ist etwas toxisch, da fühlt man sich gerade nicht wohl. Bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir haben die Störche, die Fische, ja, den Berg und die Lilien. Die Störche auf dem Salon zeigen, dass dieses Treffen, dieses Gespräch euch weiterbringen wird in der Angelegenheit. Die Fische sind auf die Liebe gefallen. Die Fische, eine sehr, sehr tiefe Verbindung, sehr tiefe Gefühle zu diesem Menschen. Aber der Priester hier, der zeigt, dass da etwas blockiert ist. Entweder durch ein eingefahrenes Verhalten von euch oder eurem Gegenüber, von Glaubenssätzen, die einen nicht so wirklich leben lassen, wie man möchte, von alten Mustern, die man noch mitschleppt, die einen daran hindern, ja, in dieser Beziehung einfach Leichtigkeit reinzubringen, möchte ich jetzt mal sagen. Vielleicht haben einige bei euch auch das Gefühl, dass dieser Mensch einfach nur das Sexuelle an euch schätzt. Mag bei dem einen oder anderen so sein, denn die Lilien sind auf das Gift gefallen, was heißt, ja, da kann es Spannungen geben, ja, das war jetzt auch wieder ein freudscher Versprecher, da kann es Ärger geben, weil ihr vielleicht das Gefühl habt, der möchte nur das eine oder die ist nur an dem einen interessiert. Aber das Herz und die Fische sagen, nee, 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 vielleicht gibt sich der andere so, ja. Vielleicht kommt er gerade nicht über eine Situation, über seine Gedanken, über sein eingefahrenes Verhalten hinweg, um euch zu zeigen, hey,
Hier sind eigentlich tiefe Gefühle. Es geht mir bei dir nicht nur um das Sexuelle, sondern ich empfinde tatsächlich etwas für dich. Aber da ist er oder sie noch blockiert. Aber da gibt es ja oder soll es ja ein Treffen geben, das Bewegung reinbringt. Der Storch, der bringt ja immer was und dieses Treffen wird etwas in dieser Situation für euch zum Positiven verändern, bringen. Schauen wir mal, was ich da noch für Botschaften erhalten darf. Also der Priester und der Berg sagen, ja, die Situation ist ganz schön eingefahren, ja. Also wie gesagt, Priester ein bisschen dogmatisch, ein bisschen ungelenkig in seiner Denkweise und in seiner Art zu handeln. Ne? Geht seinen Glaubenssätzen nach und weicht davon auch nicht so wirklich ab. Darum ist die Situation bei euch gerade ja ein bisschen in der Einbahnstraße, aber das könnte dieses Treffen ändern. Denn es wäre an der Zeit, ja, dass diesem Menschen ein Licht aufgeht, haben wir immer und immer wieder. Könntet ihr euch jetzt vielleicht mal treffen und an der Situation etwas ändern, damit die Karten sich vielleicht auch mal ändern? Ja, ihr seid gefallen als Hohepriesterin und die Hohepriesterin ist ja jemand, zu der schaut man auf. Also dieser Mensch findet euch sehr interessant, schaut auch zu euch auf. Er bewundert eure Stärke, eure Intelligenz, euer Auftreten, eure ganze Art, findet er faszinierend und vielleicht sogar ein Stück mystisch, ja. Und da soll tatsächlich eine Veränderung reinkommen. Es wäre jetzt an der Zeit, dieses Treffen stattfinden zu lassen und aus diesem unguten Gefühl, das ihr habt, ja, rauszugehen, diese Blockaden endlich zu lösen und vielleicht geht eurem Gegenüber ja jetzt tatsächlich mal ein Licht auf. Gestern war ja der Winter wieder im Gespräch, also das sind Dinge, die anlaufen, ja. Da soll sich in den kommenden Monaten tatsächlich etwas bewegen, etwas ändern und da das immer und immer wieder auf den Tisch kommt, wortwörtlich, scheint sich da echt was zu tun. So, jetzt hätte ich gerne noch einen Tipp vom Universum mit den Soulmaster-Karten. Worauf solltet ihr morgen denn vielleicht achten? Was bekomme ich da für einen Denkanstoß für euch? Okay, die sind jetzt aber mal geschmettert. 2. Folge deiner Idee. Deine Eingebung ist real. Also was fühlt ihr zu dem Thema? Sie spiegelt dir die einzigartige Begegnung mit deiner schöpferischen Seele, die sich in Form von Geistesblitzen, passt wieder, am besten ausdrücken kann. Und 2 Wolken fallen. Lerne loszulassen. Denn Selbstvertrauen fehlt immer dann, wenn du im Außen etwas tust, das du im Inneren nicht spürst. Ja, vielleicht habt ihr euch zurückgezogen, vielleicht ist da die Blockade. Im Inneren spürst du, dass es nicht richtig ist, ja, dass da Liebe ist und trotzdem fühlst du dich noch gehandicapt. Also lass die Worte auf dich wirken, hör sie dir vielleicht auch 2-3 Mal an und schau, was kommt da hoch, was bewirken diese 2 Tipps hier in dir. Ja, meine Lieben, ich drücke euch die Daumen, ein Treffen, vielleicht sogar dieses Wochenende wäre schön, würde mich für euch freuen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Donnerstagabend. Lasst den Freitag, wenn ihr könnt, ganz gechillt auslaufen. Wir hören uns morgen Abend wieder und denkt dran, wenn ihr jemanden habt, dem die Tagesbotschaften auch gefallen würden, teilt dieses Video herzlich gerne. Ich freue mich super darüber. Schreibt mir in die Nachrichten, in die Bemerkungen. Ich antworte immer. Jetzt wünsche ich euch alles
Liebe, ganz viel Licht und Liebe von mir. Bis morgen.